Hallo lieber Angler, der Didi hier. Heute geht es um Deep Diving Crankbaits, also um Wobbler mit einer richtig großen, langen Tauchlippe, die überm Gewässerboden stochert und dort für jede Menge Triggereffekt sorgt. Entsprechende Sandwolken, die hochkommen, die Hecht, Barsch und Zander definitiv nicht kalt lassen. Was sie dazu braucht, wie man sie fischt, welche Wobbler die richtigen sind und vor allen Dingen noch den einen oder anderen Tipp, um mit Deep Diving Crankbaits erfolgreich zu sein, das zeige ich euch heute. Also ihr seht, mit Deep Diving Crankbaits kann man eigentlich alles erwischen. Barsche, Zander und Hechte. Und vor allen Dingen, wenn man so eine Kante gefunden hat, zwischen 3 und 5 Meter, das fällt so richtig schön ab. Schön ins Flachere schmeißen, schön über dem Gewässerboden die Tauchlippe knallen lassen. Und dann irgendwann ist es dem einen oder anderen Räuber zu bunt und dann knallen die da drauf. Der hat vorne gepackt, wunderbar, aber trotzdem immer mit Stahlvorfach fischen. Manchmal gibt es einen richtig harten Biss und dann ist so ein kleiner Crank ratzfatz im Schlund eines großen Fisches verschwunden. Ausschmeißen, sofort ein paar kräftige Kurbelumdrehungen und dann konstant einkurbeln. Natürlich immer Grünzeug wegmachen. Und ganz entscheidend ist natürlich auch, ihr könnt natürlich auch stehen oder auch sitzen, den Köder rauspfeffern. Aber am liebsten mache ich es so, dass ich den Köder weit rausschmeiße, Rutenspitze unter Wasser. Und wenn die Rute etwas kürzer ist, dann also doch noch deutlich weiter unter Wasser, dann auf Spannung drehen, bis ich den ersten Bodenkontakt spüre. Und danach normal weiter kurbeln. Und normal weiter kurbeln. Man merkt dann das Hämmern der Schaufel über den Gewässerboden und dann kann es sein, dass da auch ein Fisch beißt. Gerade hat ein Hecht gebissen und zwei Würfe später ganz einfach ein Barsch. Also ihr seht, mit Cranks hat man immer gute Chancen auf Fisch und gerade an bestimmten Stellen, wenn die Fische nicht ganz so richtig drauf sind, kann man mit Cranks immer noch den einen oder anderen Raubfisch auf diese Weise verhaften. So, mal schauen, ob wieder einer beißt. Also das scheint eine gute Ecke zu sein. Wir haben uns auf Ankerposition begeben, also wieder richtig schön weit rausschmeißen, damit wir viel Wassertiefe erreichen. Also weit raus damit, sofort Spitze unter Wasser. Einkurbeln, bis wir den Gewässerboden erreichen. Jetzt ist er am Boden angekommen. Tock, tock, tock. Man merkt ganz langsam das Tocken vom Gewässerboden, das Auftreffen der Tauchlippe und dann ruhig einkurbeln. Ruhig einkurbeln. So sehen Crankbaits aus. Kleine, gedrungene Körper mit einer recht langen, großen Tauchschaufel. Die Crankbaits haben einen ganz entscheidenden Vorteil gegenüber vielen anderen Ködern. Die könnt ihr auch prima bodennah fischen. Die große Tauchlippe hält genügend Abstand, um mit den Drillingshaken nicht am Boden hängen zu bleiben. Also wenn ihr diesen Köder hier schön über den Gewässerboden fischt und er dann hier Kies, Sand und Steine hochwühlt, ist es immer ganz wichtig, dass ihr darauf achtet, dass ihr mit kurzschenkligen Drillingen fischt. Die kurzschenkligen Drillinge, da sind sie auch allermeisten Fällen auch von vornherein mit ausgestattet. Neigen dazu, dass ihr einen großen Abstand zwischen Boden und gefährlichen Drillingshaken habt. Also genau dieser Abstand, der muss auch sein, weil die Köder nämlich mit der Spitze der Nase nach unten zeigen und auch so über den Gewässerboden hämmern. Also nicht so gleiten, wie man das eventuell annehmen würde, was viele Wobbler machen, deren Lippe im Verhältnis etwas anders zum Körper steht. Und dementsprechend würdet ihr mit den Drillingshaken am Boden hängen bleiben. Die Köder, die haben auch ihre Öse meist diesem Bereich hier, entweder durch eine lange Metallnase, die hier eingearbeitet ist, oder entsprechend eine normale 8 eingegossen. Und dann wird dieser Köder quasi mit Zug in diese Richtung
zum Gewässerboden hinbewegt. Er schlägt dort am Gewässerboden. Das werde ich euch später auch noch mal im Detail genauer erklären. Und der große Vorteil ist halt, immer darauf achten, auch wenn ihr mal später die Drillinge austauscht, kurzschenkige Drillinge verwenden, weil damit habt ihr den Abstand zum Gewässerboden gewahrt und habt deutlich weniger Hänger. Kann man immer wieder mal feststellen, wenn wir auch mal Muscheln und Ähnliches fangen. Aber nichtsdestotrotz immer darauf achten, dass man kurze Drillinge verwendet. Kann man hier prima sehen, weil das Hämmern über dem Gewässerboden, das findet hier vorne statt. Und der Wobbler taucht nicht so, sondern er taucht zwar so runter, aber wird dann so über dem Gewässerboden arbeiten. Und dann ist es wichtig, dass der Abstand zum Gewässerboden hier mit den Drillingen, mit kurzschenkligen Drillingen gemacht ist. Und dann habt ihr auch deutlich weniger Hänger. Ab und zu mal eine Muschel, wird immer wieder mal passieren, aber ansonsten habt ihr hiermit fast keine Hänger. So, und ihr seht auch, ich fische mit einem Fluorcarbon-Vorfach von ungefähr einem guten Meter Länge, so 35. Dann kommt die geflochtene Schnur und dann ein ungefähr so 20 cm Stahlvorfach, so von 5 bis 8 Kilo. Das ist schon auch völlig ausreichend. Ganz, ganz wichtig ist auch, dass ihr mit einem großen Karabiner arbeitet, damit sich die Köder perfekt bewegen können. Und nur wenn sie sich perfekt bewegen können, hier vorne am Karabiner, dann haben sie auch ihre richtige Laufeigenschaft. Ich weiß, ich habe es ja schon einmal gesagt in einem meiner Tutorials, immer darauf achten, dass ihr auch Karabiner verwendet, die komplett rund sind. Also nicht Karabiner, die irgendwo eine Einkerbung haben, sondern sie müssen rund bleiben, weil dadurch laufen sie auch perfekt in dem Ring. Weil nicht alle Cranks haben auch so einen Ring, manche haben nur eine Öse, das reicht auch, da kann man das auch einhängen, aber dann läuft das besser und verkantet sich nicht. So, und wenn alles stimmt, dann klappt das auch mit den Fischen. Cranking heißt ja kurbeln, einkurbeln, also ein Kurbelköder. Und diese Crankbaits könnt ihr auf zweierlei Art und Weise prima anbieten. Eine davon ist das permanente Schlagen mit der Tauchlippe über den Gewässerboden. Das heißt, ihr habt eine entsprechende Angelstelle gefunden, wisst auch die Wassertiefe und wählt dann bitte einen Crankbait, der deutlich tiefer taucht als die Wassertiefe. Also wenn ihr 3 Meter tiefes Wasser habt, zum Boden, dann nehmt ihr einen, der über 3,5 oder 4 Meter taucht. Das Wasser 5 Meter tief, nehmt ihr einen mit 5,5 oder 6 Meter. Was ihr jetzt macht, ist, ihr schmeißt den Köder ein, kurbelt ihn recht zügig ein, bis er zum allerersten Mal, also nach dem Auftreff auf die Wasseroberfläche, zum Gewässerboden kommt. Also hier ist der Crank, da schlägt dann die Lippe vom Crank auf den Gewässerboden. Und jetzt macht ihr nichts anderes, als ihr kurbelt den Köder über dem Gewässerboden. Also ihr merkt doch richtig, wie dann bei jedem Mal, wenn der Köder ein Stückchen vorgeht, den Gewässerboden immer wieder hier unten immer wieder berührt, immer wieder Dreck und Staub aufwirbelt. Ihr bleibt also quasi permanent mit dem Köder auf dem Gewässerboden. Das könnt ihr vor allen Dingen auf einer Plane besonders gut machen. Also dort, wenn ihr gleichmäßigen Gewässerboden habt. Jetzt werdet ihr das immer wieder bei vielen Bassanglern sehen. Die schmeißen den Köder aus, bringen ihn auf Tiefe und dann wird er wirklich konstant eingekurbelt. Bam, 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 bam. Hämmert er über dem Gewässerboden. Gerade an Tagen, wenn es etwas wärmer ist, die Fische auf eigentlich nur auf Reaktion reagieren. Also an irgendeinen Provokationsbiss. Die Amis sagen dazu einen Trigger. Hier wird ein Trigger ausgelöst, dass trotzdem ein Fisch, der eigentlich gar nicht fressen will, irgendetwas sieht. Staubwolken, Sandwolken, die aufgewirbelt werden am Gewässerboden. Dass er dann plötzlich runtergeht zum Köder und sich den Fischentpässen entsprechend packt. Oft wird auch damit imitiert, dass eventuell ein großer Krebs oder irgendwelche Beute, die am Gewässerboden auch sich relativ zügig bewegt, dann auch vom Fisch als echte Nahrung erkannt wird. Deswegen ganz wichtig, der Köder muss tiefer tauchen als die Wassertiefe, die ihr euch ausgesucht habt. Erst dann habt ihr auch permanent dieses überm Boden schlagen mit der Tauchlippe. Bei der zweiten Einkurbelvariante habe ich eine Pause, einen sogenannten Spinstop eingearbeitet. Das heißt, ich habe auch wiederum meinen Gewässerboden. Der Köder wird zügig nach unten befördert. Er wird auch hier unten dann wieder auf den Gewässerboden schlagen. Und dann kurbel ich ein bisschen ein, sodass er weiterhin diese Sandwolken auf dem Gewässerboden mache und stoppe dann kurz. Da alle Cranks
aus Floating-Material sind, also auftreibend sind, wird Folgendes passieren. Nach diesem zweiten oder dritten Schlagen wird der Köder nach oben tauchen. Das heißt, er kommt jetzt nicht mit der Tauchlippe nach oben, sondern er wird so in diesem Schema nach oben tauchen. Also er taucht quasi so ein Stückchen hoch, je nachdem wie viel ich ihm an Metern oder an Zentimetern gebe von der Pause her. Oft einkurbeln, kurze Pause machen, vielleicht 3 bis 5 Sekunden, dann kommt er ein Stückchen hoch und dann wieder zügig einkurbeln. Was dann passiert ist, es geht wieder für ihn abwärts. Er wird sofort mit der Tauchlippe Richtung Gewässerboden schlagen und dann kann ich wiederum nach ein paar kurzen Kurbelumdrehungen wieder eine Pause machen. Auf diese Weise fischt ihr nicht oder fast so wie mit einem Gummifisch, nur dass ihr beim Gummifisch natürlich anzieht, damit er hochkommt und dann quasi abwartet, damit er dann durch die Erdanziehungskraft den Gewässerboden wieder erreicht. Hier ist es genau andersrum. Sobald ihr Druck ausübt, geht der Köder runter, macht ihr eine kurze Pause, kommt der entsprechend schwebende Köder nach oben und geht dann wieder runter. Auf diese Weise bekommt ihr auch so einen Zickzackverlauf, zwar etwas größer von den Sprüngen her, als ihr das eventuell vom Gummifischangeln gewohnt seid, hat aber den großen Vorteil, dass ihr auf diese Weise auch da wieder den Fisch entsprechend triggert, weil der Köderlauf für ihn komplett unvorhergesehen ist und gerade dieses Unvorhergesehene macht gerade bei großen Fischen, denn dieses Crankbait-Fischen ist oft für große Fische genau das Richtige. Das macht es aus, um erfolgreich zu sein. Ja, Charlie. Cranks und ein schöner Barsch. So, was ihr jetzt hier seht, ist im Endeffekt der Querschnitt von einer typischen Abbruchkante. Hier habt ihr meistens so 2, 3, 4 Meter Wasser. Oft hat man hier noch ein kleines bisschen Kraut und dann geht das so langsam vom steinigen Boden in zur ersten Abbruchkante unten zum Gewässergrund hin und dann wird es etwas tiefer. Gerade in den warmen Monaten haben wir sehr, sehr viele Futterfischwolken, die sich quasi im Mittelwasser befinden. Oft sind sie fast in der gleichen Tiefe wie auch die allererste Kante. Also wenn ihr zum Beispiel hier so eine 3 Meter Kante habt, dann ist oft diese Futterfischwolke auch schon mehrere Meter von der Kante entfernt, bleibt das so auf etwa 3 Meter. Die Barsche und die Zander und die Hechte wissen das. Die wissen genau, wenn so eine entsprechende Futterwolke irgendwo unterwegs ist und da warten sie quasi drauf, oft auch in größeren Schwärmen, um dort zu jagen. Was wir machen ist, wir stellen uns mit dem Boot quasi zum Ufer hin, gehen entweder in Ankerposition oder lassen uns driften, schmeißen dann unseren Crank rein, den bringen wir sofort in diesem flacheren Bereich auf Tiefe, dass er auch hier unten schon sofort auch den Gewässerboden berührt. Wir bleiben dabei und kurbeln und kurbeln und kommen irgendwann, wir merken dann auch, dass plötzlich auch das Schlagen auf dem Gewässerboden vorbei ist, weil wir kommen dann in eine Tiefe rein, die also quasi deutlich tiefer ist als die Laufeigenschaften, die Lauftiefe unseres Wobblers. Und dann bleibt dieser Wobbler in der gleichen Art und Weise hier und läuft quasi, bis wir nachher am Boot sind und wieder hochziehen durch. Er bleibt dann quasi in dieser Tiefe. Wir sehen auf unserem Echolot, dass wir immer wieder mal Futterfischschwärme haben und wir fischen mit dem Köder quasi überm Schwarm oder knapp drunter. Und da er so eine starke seitliche Bewegung macht, auch durch seine entsprechenden Kugeln, die er drin hat, aber auch allein, auch wenn ihr welche Modelle habt, die keine Kugeln haben, besonders starke Vibrationen zu den Seiten hin äußern, dadurch fallen diese Köder sofort auf und ihr fischt auf diese Weise genau dort, wo auch der sogenannte Hotspot ist. Und der Hotspot ist nicht, wie man das sonst immer an irgendeiner Kante sieht, sondern in diesem Fall ist der Futterfischschwarm ja weiter draußen, aber er ist in etwa vergleichbar in der Kantentiefe, nur natürlich mehrere Meter im Mittelwasser. Ganz, ganz cooler Tipp, um zum Beispiel mit Crankbaits auch viel Wasserfläche abzusuchen und immer wieder mal den einen oder anderen schönen Barsch abzugreifen, der irgendwo im Mittelwasser in einer großen Wolke von Futterfischen auf Jagd gegangen ist. Ja,
ein schöner Hecht auf den Crank gebissen. Ja, nicht nur Barsche, sondern auch Hechte und auch Zander mögen Cranks. Und er geht jetzt erstmal schön zurück. Regelmäßiges Wechseln beim Crankbait-Fischen ist durchaus von Vorteil. Und dieser Barsch hat einen etwas tieflaufenderen gepackt. Also durchaus wechseln ist ganz entscheidend. Und was vielleicht auch noch ganz wichtig ist, die Cranks, die fischen wir zwischen 4 und 6 Meter, manchmal sogar auch noch tiefer, je nachdem, wie groß diese Tauchlippe ist. Und wir erreichen sogar noch extra Tiefgang, wenn man die Rutenspitze runter ins Wasser reinsteckt. Normalerweise fische ich so 2,10 Meter, also so 7 Fuß 10 Ruten, aber die werden teilweise bis 8 Fuß gefischt. In den USA wird das sehr, sehr viel mit der Multi getan und dann auch mit Fluorcarbon. In den allermeisten Fällen so eine 20er, 25er Fluorcarbon. Ich mag am allerliebsten die Fischerei mit Braid, also mit geflochtener Schnur. Und dann bin ich so bei etwa einer Stärke von 0,10 bis 0,12 mm. Dadurch erreiche ich sogar noch ein bisschen mehr Tiefgang. Und was ganz entscheidend ist, mit einer etwas längeren Rute braucht ihr also nicht unbedingt so doll die Rutenspitze runterzustellen ins Wasser, aber es hilft durchaus. Also wenn ihr wirklich die Fische gefunden habt, wirklich immer auf Distanz bringen, soweit ihr schmeißen könnt, runter mit der Spitze erst einmal Bodenkontakt suchen. Es können ruhig ein paar Umdrehungen mehr sein, kräftiges Einkurbeln. Dann merkt ihr, aha, da ist der Boden. Und dann schön langsam einkurbeln, dass er über dem Gewässerboden schwebt, ab und zu mit der Lippe am Gewässerboden draufhämmert. Das ist genau das, was das Crankbait-Fischen, das Deep Crankbait-Fischen so interessant macht. Und einer der Legenden, was das betrifft, im Blackbass-Fischen, Paul Elias, von dem habe ich das gelernt vor weit über 25 Jahren. Und wenn man sich so Videos von ihm anschaut, dann werdet ihr auch sehen, dass er auch die fetten Cranks rausschmeißt, weit mit der Spitze runter und dann einkurbelt, damit er extra Tiefgang bekommt. Also die Rutenlänge ist ganz entscheidend. Auch bitte dran denken, ich mag sehr gerne mit einer Stationärrolle fischen. Klar könnt ihr das auch mit einer Multi machen, aber immer dran denken, wenn ihr das mit einer Multi macht, auch da sehr, sehr dünne Braid verwenden. So, wir gucken, ob wir noch ein paar Fische fangen. Die Barsche sind ja heute relativ beißwillig. Zwar nicht die großen, die wir uns erhofft haben, aber Hauptsache es beißt und es funktioniert. Ein entscheidender Faktor beim Deep Diving Crankbait Fischen ist natürlich, dass wir die richtige Tauchtiefe der Cranks haben. Und da gibt es Hersteller, die haben die Tauchtiefe vorne auf die Lippe entsprechend gedruckt oder auch an die Seite eingraviert. Andere wiederum haben es leider nur auf die Verpackung gepackt. Und dann müsst ihr Folgendes machen, also die Tauchtiefe dann auch wirklich noch einmal checken. Und wenn ihr mit der Tauchtiefe zufrieden seid, okay, da ist wirklich 3 Meter oder 4 Meter, dann schreibt ihr sie mit einem kleinen wasserfesten Stift irgendwo unten auf dem Bauch, damit ihr sie auch wiederfindet, die entsprechenden Wobbler mit der Tauchtiefe bei euch und eurer Angelbox. Also das ist ganz entscheidend. Also die Tauchtiefe ist ganz, ganz wichtig, damit ihr auch immer wisst, welche entsprechenden Cranks ihr für welche Wassertiefe verwenden könnt. Hier noch ein cooler Extra-Tipp für euren nächsten Einkauf im Angelladen. Es gibt sehr viele Kürzel bei den Wobblern und die muss man wissen, damit man auch genau den richtigen Köder kauft. Also wir haben heute mit Deep Diving Crankbaits gefischt. Also Deep Diving, und die werden auch häufig als DR für Deep Runner gekennzeichnet. Also wenn ihr Deep Runner DR auf der Verpackung wiederfindet oder auf den entsprechenden Köder, wisst ihr, der geht tief. Es gibt auch noch den Hinweis SDR, Super Deep Runner, also der geht noch tiefer. Also für die
Leute, die von euch etwas tiefer fischen wollen, dann entsprechend Super Deep Runner. Es gibt aber auch genau das Gegenteil davon, nämlich Shallow Runner. Also es ist ein Shallow Runner, Flachläufer. Und dann gibt es noch einen Super Shallow Runner, einen sehr entsprechend flachlaufenden Köder. Also diese Information solltet ihr unbedingt wissen, auf dem Schirm haben, damit ihr die entsprechende Tauchtiefe habt. Darüber hinaus gibt es auch noch Informationen zum Köder selber. Eine Information ist die Information F für Floating. Die nächste Information ist S für Sinking. Viele verwechseln das auch mit Suspending. Suspending, also schwebender Köder, ist SP. Floating, Sinking, Suspending. Wenn ihr diese Abkürzungen auf dem Schirm habt, beim nächsten Einkauf, kauft ihr garantiert den richtigen Wobbler. Entweder flach, besonders flach, tief oder sehr tief und dann Floating, Sinking oder Suspending. Und jetzt wisst ihr deutlich mehr. Das war's zum Thema Deep Diving Crankbait Fischen. Wobbler mit großer Tauchlippe, dicht überm Gewässerboden und damit Hecht, Barsch und Zander zu fangen. Ich hoffe, es hat euch gefallen, konntet den ein oder anderen Tipp mitnehmen und vielleicht probiert es ja auch mal selber aus. Würde mich über einen Daumen hoch und ein Abo von euch freuen. Und noch kurz in eigener Sache, wenn ihr irgendwas Gequiek und Gepiepse gehört habt oder Gebell im Hintergrund, hey Charlie, dann war das Charlie gewesen, der sich über ein paar richtig schöne Fische gefreut hat. Also in diesem Sinne, bis dahin, euer Didi. Ne, Charlie? Bleibt mir gewogen. Tschüss. Wir fahren jetzt, ne? Fahren wir? Komm her. Fahren wir? Fahren wir? Ja, wohin fahren wir? Wir fahren nach Hause.